Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, und was seht ihr? Ihr seht einen leeren Zinkteller, der aber auch so schon wunderschön aussieht. Und ich habe mir gedacht, warum immer nur mit Blumen dekorieren, wobei ich erstmal damit auch starte. Ich habe hier eine wunderschöne Physalis. Die werde ich jetzt noch einen Moment drinnen lassen, aber ja, demnächst, also bevor der Frost anfängt, geht diese auf jeden Fall raus. Was habe ich noch? Ich habe vor, in den nächsten Tagen eine Kürbissuppe zu machen. Und habe ich mir gedacht, das passt so richtig toll dazu. Und warum nicht auch einmal mit tollen Sachen wie Obst, Gemüse, in dem Fall jetzt ist es Gemüse, einfach auch mal ein bisschen dekorieren. Warum einfach immer nur alles in den Kühlschrank stellen oder in den Obstteller einfach so reinstellen? Vielmehr, warum nicht einfach mal einen Obstteller oder Gemüseteller, in diesem Fall richtig schön dekoriert aufstellen? Das ist heute meine Intention mit euch. Und ja, was brauchen wir für eine richtig tolle Kürbissuppe? Natürlich keine Physalis, das ist ganz klar. Aber die Physalis ist einfach das Kleine nebenher. Man braucht Möhren. Wir brauchen keinen Hopfen, aber dieser, finde ich, passt irgendwie so vom Bild mit diesem Grün wunderbar dazu. Dann habe ich hier noch einen kleinen Kürbis. Noch einen weiß. Und das wollte ich einfach mal alles miteinander richtig schön in Szene setzen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Kartoffeln. Für die Kürbissuppe brauchen wir Kartoffeln. Ich würde auch sagen, ihr guckt einfach mal in meiner Infobox. Ich hinterlege euch wirklich eine richtig tolle, leckere Kürbissuppe. Die müsst ihr einfach mal probieren. Jetzt ist Kürbiszeit. Probiert's aus. Ich liebe Hokkaido-Kürbis. Ich finde, der ist einfach richtig, richtig klasse. Indessen mache ich hier auch schon mal weiter. Eine bunte Mischung aus Mitbringsel von draußen, jetzt fehlt mir das Wort und ich ärgere mich immer, wenn ich euch eigentlich richtig toll erklären möchte oder zeigen möchte, was ich so habe. Fangen wir doch mal hier an. Das sind diese Esskastanien, das sind diese gewöhnlichen Kastanien, wie man sie kennt, Kastanien, das sind alles Mitbringsel von heute. Das ist Hopfen und das ist nicht Pampasgras, aber es ist auch eine Grasart und ich finde die richtig, richtig klasse und passt farblich mega, mega dazu. Dann lege ich einfach noch hier einen kleinen Efeustrunk hinzu, weil ich finde, auch das passt. Und was braucht man noch? Jetzt gerade in dieser Jahreszeit trinke ich sehr, sehr gerne Zitronenwasser mit Ingwer. Und auch dieses legen wir hier und da einfach mit hinzu. Und ich finde, dann ist dieser Gemüseteller, dieser krass schöne Deko-Gemüseteller auch schon fertig. So kann man es anordnen, so sieht es toll aus. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich die Kartoffeln und die Möhren tagelang jetzt hier einfach so liegen lassen kann. Klar, die halten sich im Kühlschrank länger. Morgen mache ich die Kürbissuppe. Wie gesagt, guckt einfach mal in der Infobox. Ich hinterlege, die müsst ihr einfach ausprobieren. Die ist mega krass, mega klasse. Und dann werde ich natürlich keine Möhren mehr liegen haben, keine Kartoffeln, auch kein Kürbis mehr. Aber ich werde für Nachschub sorgen. So ein Kürbis könnt ihr locker. Locker 1,5 Wochen richtig gut auf eurem Dekoteller stehen lassen, wenn nicht sogar noch länger. Wer da Erfahrung hat, kann es mir gerne zukommen lassen. Auch die kleinen passen super hinzu. Der trocknet schön ein. Wie gesagt, Kastanie findet man gerade draußen zuhauf. Ihr könnt Eicheln mit reinpacken. Alles, was ihr findet, alles, was euch beliebt, alles, was draußen wirklich euch zu Füßen liegt. Schaut einfach, guckt einfach und macht es euch in der Küche richtig, richtig fein. Ja, das war jetzt einmal ein Ruckzuck-DIY. Zum Thema Küchendeko, ein Gemüseteller, wie er schöner kaum sein kann. Ja, ich wünsche euch mega, mega viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude beim Nachmachen der Kürbissuppe und ich hoffe, euch schmeckt sie genauso gut wie mir. Ja, also im Zuge dessen, schön, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim Nachmachen und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald ganz einfach wiedersehen. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.